Ich grüße euch wieder und heiße wieder herzlich willkommen hier zurück zu Warhammer Quest Silver Tower. Wir erklimmen weiter den Turm mit unseren Untoten und wir gehen weiter ins nächste Level und wir sind immer noch in Charmon. Und ich hoffe, wir werden uns nicht wieder verbrennen, ja, so wie in der letzten Episode. Besiege 9 Todfeinde, okay. Rrrr. Nämlich ganz nervös. Am besten wärst du sie los, damit der Meister zufrieden ist. Okay, können wir den nicht anvisieren da? Also. Das habe ich dir aber nicht erlaubt, dass du da einfach mal ausweichst. Okay, den ersten haben wir ja schon mal. Okay, weiter. Ach, jetzt kann hier nichts mehr machen. Ja, immer nur bei den ersten blauen Feldern können wir danach eine Aktion noch machen. Nicht danach. Aber unsere Benji wird das schon aushalten. Da hat schon jemand einen Feuerschaden, das sah kurz aus. Ja, dann gehen wir einfach einen zurück, greifen den an und dann greifen wir damit zwei an, lol. Alles wieder gut gemacht. Nach genau in meine Reichweite gelatscht. Und tschüss. So. Sterben wie die Fliegen, ey. Wie viele denn noch? Noch ein. Also in der Defensive ist das Team top. Oh, das war's. Das war ziemlich einfach. Ich werde noch mal schauen, ob ich da irgendwie ein bisschen Lore finde zum Silver Tower. Muss nämlich noch mal ein bisschen mit befassen. Aber es wird jetzt in den nächsten Episoden nicht passieren. Es wird ein bisschen dauern. Vernichte eine instabile Säule. Lange zum Ausgang. Diese Säulen sehen ganz schön instabil aus. Zerschmettere sie. Wir müssen zu diesem Portal gelangen. Wir wollen ja nicht, dass die Federn noch irgendwann abfallen vor Hitze. Wenn ich da eine instabile Säule, ja, um zum Ziel zu gelangen, muss man aber mehr zerstören. Also das ist, ja, hätten sie sich auch sparen können. Gehe ich jetzt rum oder unten lang? Ich glaube, ich gehe oben lang. Na, kommen da jetzt welche raus? Nö. Das ist ein guter Trick. Soll man nach hinten absichern. Und wenn er jetzt einfach hinten kommen würde, würde er sofort einen Reaktionsschuss abbekommen. Vielleicht, zumindest. So, du bist jetzt erstmal aus dem Weg.
Ja. Oh. Das ist so ein Gegner, der könnte uns alle verbrennen. Das würde nicht gut ausgehen. Machen wir das so. Genau. Ich hoffe, die können hier nicht rüberspringen oder so. Können sie leider doch. Dann geh mal dran. Jetzt sind wir gleich da. Aber können die. Ach, die können da gar nicht durch die Säulen. Die können die auch nicht selber angreifen, anscheinend. Lol. Ja, dann haben wir das Level dann ja wohl geschafft. War gar nicht so schwer. Gut. 20 Gold und 5 Erfahrung. Und noch 2 Levels. Dann werden wir wieder ein weiter. Ich brauche noch mehr Erfahrung. Außerdem brauche ich auch bald diese Marken. Ich brauche bald Todesmarken. Und vielleicht kann ich mir welche mit Gold kaufen. Unser Meister lässt grüßen. Oh nein, sie haben Karnitschilde. Wenn du mit Nahkampf angreifst, haben sie eine Chance auf einen Gegenangriff. Das ist aber nicht nett. Warte mal, was muss ich denn machen? Gelange zum Ausgang. Naja, zum Glück ist meine Gruppe nicht sehr nahkampflastig. Also das sollte kein Problem werden. Lol. Was wird das denn jetzt? Werden das hier die Sehnstadt-Dicken oder was? Ziehen Sie sich jetzt mal zurück. Ich glaube, ich spinne. Das ist alles vorbereitet. Nein, da kann ich nicht. Aber ich hoffe, ich krieg den Daumen. Das wollte ich nämlich. Alter, das lief ja super. Kommt da. Okay, also da, die machen nicht immer einen Konter, sondern die haben nur eine große Chance mit den Schilden. Wie viele Level sind die Gegner hier überhaupt? 4? 4? Also von eben waren bestimmt 5 oder so. Nein, oh, jetzt habe ich einen zu schnell geklickt. Macht nichts. Kein Problem. Ja, mit dem Nahkämpfer gehe ich ungern voraus. Oh, ihr wisst ja, der kann nicht so viel ab, er kann gut aufteilen.
Die anderen beiden, die können ein bisschen mehr ab. So, und jetzt nichts wie weg. Und irgendwie hat er auch eine höhere Reichweite. Und der ist auch schneller. Als so eine Tree, eine Benji oder so. Das sind meine Gespenster. Und nur noch, ob das fällt. Yes. Oh, was gibt's diesmal? Das ist genau dasselbe wie eben. 20 Gold und 5 Erfahrung. Ja, tun wir es. Siege einen Karik Akolyt mit Schild und gelange zum Ausgang. Letzte Stufe. Ja, es ist schön, dass er ein paar Freunde dabei hat. Das habe ich eben auch schon gemacht. Ich habe die Explosion zu meinem Vorteil benutzt. Welches Level ist der 11? Krass. Jetzt habe ich etwas vergessen. Ich hätte erst eine Verteidigung senken können. Nee, obwohl es schnuppelt, weil so kann ich jetzt wenigstens noch angreifen. Naja gut, das hat leider nichts gebracht. Die haben aber komische Angriffsanimationen. So, wenn ich den jetzt ausschalten würde, dann würde die mitbrennen. Das heißt, wir gehen jetzt mal einen zurück. Oh Mann. Knapp überlebt, so ein Dreck. Sie jetzt? Nö. Ah ja, dann müssen wir uns jetzt durchkämpfen. Zum Glück greifen die immer an und warten da nicht irgendwie noch. Ich glaube, dann wäre das aber auch zu schwer. Ja, bisher meistern wir es aber ganz gut.
Jetzt haben sie gewartet. Das gibt's ja nicht. Okay. Jetzt muss man hier genau taktieren. Der Ausgang ist so nah und doch so fern. Jetzt können wir da vorbei. Scheiße. Reichweite reicht leider nicht. Aber wenn das mal gut geht. Ist das egal, wenn der da jetzt mit drauf ist? Ja, er kommt einfach mit teleportiert, lol. Glück gehabt. Ah, ach, Todesmal. 38 XP. Roten Bogen für Savage Orc Overboy. Ja, es gibt ja so einen Wildorc Bogenschützen. Habe ich euch die eigentlich mal gezeigt, die ganzen Champions? Nee, ne? Das kann ich jetzt ja mal machen. Jetzt zum Chaos und dabei. Eigentlich auch ziemlich cool. Die Nekromant habe ich euch gezeigt. Die kennt ihr ja. Da, da ist er. Yes. Das ist ein Evocator Prime. Langweil. Way Shaman. Achso, den kennt ihr ja auch. Sasso, die habe ich euch, glaube ich, aber auch mal gezeigt. Und den, glaube ich, auch am Anfang. Aber den nicht. Oder? Doch, ich glaube schon. Den Ogre habe ich euch auch gezeigt. Aber den Ork-Schaman nicht. Oder White Knob-Schaman. Ja, das sind bestimmt auch wieder ziemlich cool. Habe ich irgendwie am meisten. Also den habt ihr auch gesehen am Anfang. Kann man den nicht irgendwie drehen? Nö. Okay. Achso, ich kann nicht mehr scrollen, weil ich ja einen so einen Stormgirls. Wie heißt er eigentlich? Weil ich einen Nightquestor verkauft habe, stimmt, da war ja mal was. So, jetzt gehen wir mal in den Shop. Vielleicht können wir uns doch mehr Todesmarken kaufen. Ah, da sind sogar gleich. Hat welche im Angebot. Jetzt haben wir 60 Todesmarken. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele brauchen. Aber wir brauchen sie auf jeden Fall bald. Auf jeden Fall ab Level 10. Prüfung des Metalls Teil 2.
Töpfe mit geschmolzenem Metall blubberte und kochten. Die Flammen, die aus ihnen hervorzüngelten, verbrannten alles in der Nähe. Die Champions sollten klug handeln, einen weiten Bogen um sie herum machen. Das klingt noch eine Menge Spaß. Ach du Scheiße. Sieger, alle Feinde. Diese Lavatöpfe gingen ganz schön spaßig, ich meine gefährlich aus. Sollen diese Narren nur kommen, sie werden schon sehen, was passiert. Und halte dich auf jeden Fall von den orangenen Feldern fern. Achso, das ist wohl ein bisschen heiß, aber. Nein, oh, er klickt. Zu schnell. Aber macht nichts. Hat eine weitere Reichweite. Oh ja, jetzt sehen wir, was da passiert. Wir kriegen auf jeden Fall eine Menge Schaden. Ah, hier diese weißen Punkte, das sind übrigens die, genau, die Aktionen, die wir noch machen können. Und wenn wir uns viel bewegen, können wir die eben nicht mehr machen. Aber sind die jetzt nicht kaputt? Ja, lol. Oh, das war ja einfach. Lol. Tja. Aber ich glaube, die anderen Levels werden nicht so leicht. Brauchen die denn bis Rang 10? Ach, da steht das ja. Ah, jetzt kann ich das Max Level zeigen. Okay, 40 kann er werden. Und die auch. Und ich glaube, die konnte 50 werden. Tatsache. Für Level 10 brauchen die aber noch eine ganze Menge. Das sind Stäbe der Macht. Nicht die drei Stäbe der Macht. Ja, einer ist ja gleich da und einer da und ja, na gut. Der dritte ist dann natürlich ein bisschen aufwendiger. Was bist du denn da? Ein Goa, Level 5. Noch ein bisschen mehr aus. Aber die weißen Punkte sind halt immer, wie ob ich noch zuschlagen kann. Oder zaubern oder schießen. Oder werfen. Ja. Angreifen nehmen. Mit dir. Ja, hier wird das jetzt allerdings ein bisschen schwieriger. Da haben wir hier drüben noch eine Säule. Nein, haben wir leider nicht. Wie soll ich das denn jetzt machen? Reaktionsschuss. Ich kann da leider auch nicht rüberschießen. Na, machen wir den jetzt mal weg.
Level ist der denn? 5. Da könnt ihr jetzt versuchen, darüber zu kommen. Wird dann aber höchstwahrscheinlich angegriffen. Aber könnte dahin. Nein, da ist ja auch so ein Feld. Oh, scheiße. Ja, das habe ich nicht gesehen, wo es geleuchtet hat. Lol. Gut, eins schaffen wir bestimmt noch. Zum Ausgang. Ein Flüstern im Wind kündigt Gefahr an. Etwas Großes und Böses ist im Anmarsch. Wir sollten zum Portal eilen. Hier haben wir dunkle Felder und da. Ja, es geht nur so. Muss ich jetzt abkönnen. Da kommt zum Glück noch einmal zuschlagen. Oh, der sollte hier kein Problem sein. Und er hoffentlich auch nicht. Tja. Das ist natürlich doof, ne? Wenn es so viel Schaden wird, müssen wir zurück. Lass mich durch, ich bin Arzt. So, jetzt haben wir es bald geschafft, glaube ich. Oh Mann, ey. Na, vielleicht kommt er ja jetzt zu mir. Ah, du hast jetzt in Sicherheit. Wie hieß du noch? Westy. Nee. Hä, kann man ja gar nicht aussprechen. Westy.
sieht dieser Name aus? Geht ja gar nicht klar. Ja, noch geschafft. Super. Wieder eine kleine Belohnung. Gut, ich bedanke mich damit bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge oder im Livestream.